Hallo, ich bin's, Neubert, und heute werde ich mal wieder etwas machen. Lasst euch mal überraschen, was. Vielleicht werde ich ein bisschen maßlos übertreiben oder was anderes. Ich weiß es nicht. Endlich bin ich wieder zurück. Das war gestern. In eine andere Welt zu reisen, Mann, ey. Was mache ich denn jetzt? Ah. Neubild. Neubild. Es ist was passiert. Bei uns wurde hier in der Welt eingebrochen, die haben einiges geklaut. Und Foxy ist auch hier gewesen und er hat zu mir gesagt, dass er gucken will, warum hier was zerstört worden ist. Zum Beispiel ein Wollhaus wurde was zerstört und einer versucht, das Endportal zu zerstören. Du musst da schnell hingehen, Lolbit. Ich weiß nicht, ob du das gewesen bist oder jemand anders. Lolbit, geh da bloß schnell hin, bitte. Oh, Scheiße! Da hat jemand das Haus von mir gegrieft. Da hat jemand das Haus gegrieft. Was ist denn los? Die haben mein Haus zerstört. Da hat jemand mein Haus zerstört fast. Was ist das? Das Haus brennt. Hilfe, mein Haus brennt. Hilfe! Ich muss mein Haus retten. Was ist denn jetzt los? Einer hat mein Haus angezündet. Was ist denn jetzt passiert? Mein Haus brennt. Hilfe, mein Haus brennt. Mein Haus brennt, Hilfe. Mein Wollhaus brennt. Mein Wollhaus brennt, Scheiße. Was ist denn jetzt nur los? Ich habe das Haus vor einigen Wochen neu gebaut. Und brennt jetzt wieder lichterloh und Flammen. Ich muss alles wieder neu machen. Nur weil einer das Haus gegrieft hat. Schöne Scheiße. Ja, mal wieder alles kaputt. Foxy, bist du da? Hallo, Foxy. Ja, Rabbit. Was ist los? Kannst du mal bitte mal kurz kommen? Es ist was Dringendes. Du musst dir das unbedingt mal angucken. Hier ist was sehr Schlimmes passiert. Guck dir das mal an hier. Was hier passiert ist. Was hier einer gemacht hat. Alter. Hat einer hier dein Haus gegrieft? Ja, das hat einer kaputt gemacht hier. Ich weiß auch nicht warum, aber bei mir griefen die Leute immer. Das ist ja scheiße, was ist denn hier passiert? Was ist das? Hier ist ja alles kaputt. Ja, Leute, bitte, ich kann dir auch nicht helfen. Du musst gucken, dass das wieder repariert wird. Das ist scheiße, weil das Haus, da hast du dir richtig viel Mühe gegeben. Es ist schon zum zweiten Mal fast bis zum Grundmauer niedergebrannt. Zum zweiten Mal schon. Hol dir mal Wolle. Ich habe mir schon bessere Wolle geholt. Da musst du wohl da übel fliegen und alles reparieren. Und wo warst du, Leubit, vorhin? Ich habe ein anderes Spiel gespielt und in dem Moment, wo ich hierher gekommen bin, hat mein Haus schon angefangen zu brennen. Und zwar hier direkt auf meinen Server. Hat mein Haus angefangen zu brennen.
Alles brennt hier bei mir, es brennt alles. Es hat hier alles gebrannt hier. Die ganze Mühe habe ich mir hier umsonst gegeben. Nolbit, das war nicht alles für umsonst. Du hast ja hier immer viel Mühe reingesteckt, dass es repariert ist. Und weißt du, was du noch kannst, Neubit? Du kannst dir auch inzwischen aussuchen. Was du machen willst. Beruhig dich, Neubit. Ich merke, du hast schon wieder Aussetzer, weil du dich aufregst. Ja, ich weiß, aber das regt mich so auf. Und deswegen verarsche ich dich auch nicht mehr so richtig, weil ich weiß ganz genau, ich kann dich damit zerstören. Und jetzt muss ich noch gucken, dass ich schnell hier wieder hierhin gehe. Mir wurde heute alles fast zerstört hier. Fast alles zerstört. Ich muss mich erstmal beruhigen. Ich bin wieder da. Foxy. Das habe ich gemerkt. Du hast dich eben auch abgeschaltet. Das merke ich daran. Du hast zwar immer dein Gesicht geschlossen, aber wenn du mal AFK bist oder nicht wach bist, dann habe ich schon mal beobachtet, dass sich deine Gesichtsplatten Norbert, einmal geöffnet haben. Nicht geöffnet, aber die hangen locker. Die haben sich auf einmal geöffnet. Nicht so geöffnet, aber die waren total lose. Aber das war wirklich total gruselig. Bei dir, das zu sehen. Das ist so gewesen. Ich habe mal gesehen, wie du AFK rumstandst. Und plötzlich hat sich da eine locker geöffnet. Ich habe mich so erschrocken. Gedacht, das wäre ein Jumpscare von dir, Norbit. Und was es noch gibt, Norbit. Du erschreckst mich manchmal mit deinen ganzen Sachen hier. Sag mal, wenn sich dein Gesicht zum Beispiel öffnet, deine Gesichtsplatten, damit erschreckst du mich immer richtig, Norbit. Warum musst du mich damit immer erschrecken? Ja, weil das mir egal ist. Warum ist dir das eigentlich egal? Weil du nicht weißt, wie ich ticke einfach. Weil bei mir ist das nämlich so. Was ich aber auch schon mal gemacht habe, war das. Wenn ich mich mal richtig sauber machen will, dann lege ich selber mein Kostüm auch ab. Das hast du mir ja nie gesagt. Und warum machst du es dann ab, dein Kostüm? Weil ich mich sauber machen will, weil es total dreckig ist. Ich musste es schon mal komplett entfernen, weil ich nicht richtig funktioniert habe. Hättest du mir auch Bescheid sagen können, ich hätte dich repariert. Ja, das weiß ich, Foxy, aber ich möchte meine Sachen alleine machen. Warum, Norbert? Ich kann dir doch helfen. Ja, ich habe ja alles repariert. Was meinst du, wie ich wütend war für denjenigen, der mich gegrieft hat? Ich kann mir schon denken, wer das war. Das war Ennard. War wieder Ennard. Der verarscht mich auch ganz gerne mal. Ennard.
Das ist nervig. Aber du bist viel besser als er, Foxy. Oh, das stimmt ja auch. Im Prinzip, ja, da hast du recht. Warum im Prinzip? Das stimmt doch im Prinzip ja auch. So, alles gut. Ich habe mal Lust, meine Pandas zu erschrecken. Das mache ich aber gleich. Erst. Ich stelle hier erstmal alles auf Tag. Ich hasse die Dinge, die Leute hier. Mag dich nicht. Ich weiß, wie ich meine Pandas erschrecken kann. Ich weiß auch ganz genau, wie ich mein Kostüm an- und ablegen kann. Das hat mir Foxy jetzt gezeigt, wie ich es kann. Soll ich mir meinen Spaß erlauben? Das kann ich immer machen, den Spaß mir erlauben. Soll ich mir mal einen Spaß erlauben, das mal machen? Ich werde mir meinen Spaß erlauben und mal ein paar Pandas erschrecken. Ja, das mache ich jetzt auch. Foxy, bist du dabei? Ja, das bin ich.
verkehrt. Ich hole mir nur noch mal schnell eine Kiste. Bah! Hier bin ich wieder. Ich habe mein Kostüm hier in die Endertruhe gelegt. Denn ich wollte heute mal als Endoskelett die Pandas erschrecken. Als Endoskelett. Deswegen habe ich mein Kostüm abgebaut. Stimmt's, Foxy? Ja, so richtig, Robert. Jetzt geht's weiter. Ich mir mal einen Spaß erlauben? Als Endoskelett. Ich habe mein Kostüm abgelegt. Ich weiß ganz genau, wie es geht. Alter. Das Huhn hat sich auch erschreckt und ist vor. Erschreck uns doch nicht so. Warum musst du uns jetzt so erschrecken als Endoskelett? Warum tust du das? Wir haben Angst davor. Wir haben dich schon mal so gesehen. Das macht uns Angst. Warum musst du uns so erschrecken? Das, weil es mir Spaß macht. Spaß machen für den Arsch. Mach's bitte nicht nochmal. Okay, ich hab's verstanden. Bah! Leute, auf damit. Warum bist du jetzt ein Endoskelett mal wieder? Ich habe mein Kostüm abgelegt. Na toll. Kannst du es dir manchmal mal schnell wieder anlegen? Ja, mache ich. Ich muss hier mal ein paar Leute erschrecken. Ist okay, mach ruhig. Ey, Macarena. Leute, lass es. Das ist zu viel. Foxy, bist du da? Ja, das bin ich. Ich sehe dich auch als Endoskelett. Ja, und das finde ich cool. Leubert, erschreck uns doch nicht so. Wie siehst du denn aus? Leubert, erschreckst uns. Das macht uns Angst. Warum machst du das? Ich habe so eine Angst. Du als Endoskelett, ich habe dich noch nie so gesehen. Du hast kein Kostüm an. Das erschreckt mich so. Was soll das? Ja, das mache ich mit Absicht. Fox 3, wo bist du? Ich bin hinter dir. Warum uns hier unterhalten? Jo. Na, Foxy, wen wollen wir als nächstes erschrecken? Die Pandas weiter oder Dorfbewohner? Was wollen wir machen? Dorfbewohner oder Pandas? Erstmal hier die Pandas, die haben sich erschreckt. Dass du hier als Endoskelett rum. Oh, Scheiße, ey. Dass du hier als Endoskelett rumläufst. Ja. Ich habe hier praktisch das Kostüm praktisch in die Kiste getan, eine Endertruhe in der anderen Kiste von den Endertruhen. Ja, das weiß ich. Das ist lustig. Aber du kannst das überall wieder anlegen. Ja, Foxy, das stimmt.
Aber das ist so witzig hier, dass man die erschreckt, die Pandas. So witzig. Dann mache ich mal weiter. Aber ich habe schon mal das gemacht. Dein Kostüm gereinigt und dann ist die wieder in den Schrank gepackt. Dein Ersatzkostüm. Ja, das weiß ich. Bah, meine Freunde, ich bin da. Norbert, du jagst uns schon wieder Angst ein. Schon wieder. Warum musst du uns nur solche Angst einjagen? Geh bitte weiter. Das macht uns Angst, wie du aussiehst. Foxy, bist du da hinten? Wir sehen dich. Ja, ich bin auch mit bei. Wo wollen wir denn jetzt hin? Wollen wir im End bleiben oder wollen wir jetzt woanders hin? Naja. Neubert, ich mache mir Sorgen um dich. Du machst dir ja immer Sorgen um mich. Warum bist du jetzt wieder ein Endoskelett? Willst du uns erschrecken? Mich kannst du nicht erschrecken. Ich mache mir Gedanken um dich. Ich kümmere mich um dich. Finde ich auch nett von dir. Egal, ob du ein Endoskelett bist oder nicht, du bist für mich genau das Gleiche wie immer. Es ist mir scheißegal, wie du aussiehst. Wir sehen uns ja gleich wieder. Na, soll ich gleich mein Kostüm wieder anlegen? Junge Leute, mach das mal langsam. Du wolltest ja eh die Pandas nur kurz erschrecken. Ich muss dann erstmal nach hier unten wieder gehen und gucken, wo ist jetzt der Raum? Und über was unterhalten wir uns eigentlich, Foxy? Du bist doch, ich bin auch hier bei dir. Wie komme ich denn hier nur rein? In meinem Kostüm habe ich immer solche speziellen Kalibrierungssensoren. Bei meinem Endoskelett überhaupt nichts. Hier drunter. Hier platziere ich eine Endertruhe. Foxy? Oh, Leibet, du bist ja schon so weit. Oh. Schon wieder funkt Discord dazwischen. Ich habe ja hier auch Internetempfang. Stimmt, Norbert. Oh, du bist ja immer noch ein Endoskelett, Norbert. Oh, das hat mir Spaß gemacht. Die Pandas zerschrecken jetzt Endoskelett. Ja, ich mache jetzt erstmal ein Bild. Foxy, das macht dir richtig Spaß. Wollen wir beide mal richtig Scheiße bauen? Ja, können wir machen, Leubit. Dann mach dich mal fertig. Leg dein Kostüm wieder an. Ja, ich mach's, Foxy. Ich leg mein Kostüm wieder an. Oh, Leubit. Du hast ja dein Kostüm wieder an. Ja, ich finde mein Kostüm ist richtig schön.
Deswegen habe ich schnell wieder mein Kostüm mir selber angelegt. Ich habe dich auch die ganze Zeit beobachtet, wie du es gemacht hast. Erst hast du dir den Kopf raufgesetzt. Die Gesichtsplatten hast du festgemacht. Dann hast du erstmal bei den Ohren auch wieder diese Teile drauf gemacht. Dann hast du den Oberkörper, die Hände, die Arme, die Beine und alles wieder ran gemacht. Und selbst deinen Schwanz, den du hinten hast, den hast du auch wieder ran gemacht. Diesen Tail oder so, wie man es nennt in Englisch. Brauche ich ja nicht. Ich habe ja auch einen aus Metall. Das stimmt, oder bitte, hast du einen aus Metall? Da habe ich ja auch das Endo gesehen von deinem Schwanz hinten. Ja, von den Tail. Ja, habe ich gesehen. Ist auch mit Endo Metall gewesen. Die anderen haben es nicht, ja, nur du. Ja, das stimmt, Foxy. Wollen wir jetzt mal weitergehen? Ein bisschen was zusammenbauen? Ja, Leute, können wir machen. Und wo bist du, Foxy? Ah, Scheiße. Kannst du bitte mal die Leiter reparieren, sonst komme ich nicht hoch. Da. Ich kann nämlich nur dann fliegen, wenn du auch fliegst. So. Bin hinter dir. Bist du draußen jetzt? Ja. Oh Mann, Foxy ist immer noch hinter dir. Oh, David. Du hast ja dein Kostüm wieder an hier. Du hast dein Kostüm ja wieder an, du siehst schick aus. Und dein Kostüm sieht so wirklich geil aus, muss man mir sagen. Ja, das stimmt. Aber wenn du dein Gesicht öffnest für den Jumpscare, das ist gruselig. Wir sehen uns später, Leubit. Wir sehen uns morgen. Bis bald, Leute. Okay, Foxy. Aber wo bist du? Bist du wieder im Vanish? Ja, ich bin im Vanish. Und falls mal einer fragt, ich bin nicht Gaga. Foxy ist im Vanish. Und ich und Foxy haben die gleiche Stimme. Das liegt daran, dass wir beide Brüder sind. Ich bin nicht weiblich. Ich bin auch nicht männlich. Ich spreche nicht über mein Geschlecht. Mein Geschlecht ist geheim. Und ich spiele im Moment nicht in meiner Offline-Welt. Ich spiele auf meinem Server. Auf meinem RAM-Server. Ja. Foxy, bist du da? Ja, Robert. Ich wollte dich eben nur ausreden lassen. Und ich wollte dir echt nur sagen, ich habe dich gestern beobachtet, wie du draußen geduscht hast und dein Kostüm gereinigt hast. Dafür hast du alles ja ordentlich hingelegt. Aber deine Gesichtsplatten, die machst du regelmäßig sauber, das habe ich mal beobachtet. Entweder machst du die ab. Komplett vom Gesicht, dass du noch dein Endokopf hast, oder du lässt die dran und öffnest die und machst sie dann sauber. Und dann legst du die an, ist sind die meistens geschlossen, oder du schließt die gleich, wenn du die Gesichtsplatten nicht abgemacht hast vom Gesicht. Oh. Ich bin wieder hier reingefallen, ja. Ich habe dich schon oft genug beobachtet, Leibet. Ich bin nie von deiner Seite gewichen. Ich habe dich irgendwie immer gespürt, Foxy.
Oha. Lol, bitte, das ist noch die Aufregung von vorhin. Beruhig dich. Ist doch nicht so schlimm. Wohl ausgebrannt hat. Du fährst hier auch nicht mehr herunter, du. Du hast es ja schon so gut gemacht, wie du kannst. Ja, aber wo bin ich denn jetzt? Geh mal hier bitte wieder zurück, bevor du dich noch hier verwirrst auf Zerber. Und du dann nicht mehr zurückfindest. Du hast recht, Foxy. Ich habe mich hier schon mal richtig verirrt. Aber willst du mit mir auch mal wieder in meine offenen Bild mitgehen? Jo, machen wir. Oh, Dolbit. Ich bin mit dir in deinem Wollhaus gespawnt hier. Oh, was hast du da? Du hast Schreiter? Hier? Ja, das hab ich, Foxy. Magst du Schreiter? Jo, mag ich auch. Die sind toll. Hallo. Hallo, Leubit. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Oh, ich geh mal wieder in die Lava. Mir ist kalt. Hast du was gehört, Foxy? Ich habe nur verstanden, dass ihn kalt ist und er geht in Lava. Du hast mal wieder nicht zugehört, mal wieder. Du bist echt ein Vollpfosten. Kannst du ruhig zu mir sagen? Stört mich nicht. Foxy, warum bist du so müde? Ich war wach bis 3 Uhr. Ich konnte nicht pennen. Und deswegen bleibst du so lange auf. Wollen wir hier unten mal wieder ein Loch machen? Hier unten. Wollen wir hier TNT setzen? Jo, Leute, das machen wir. Wo bist du? Ich bin über dir. Wollen wir mal ausprobieren hier? Schau mal, was du hier gemacht hast. Ein schöner Krater. Jo, Foxy, ja, stimmt. Was meinst du, wie viel Spaß mir das macht, die Sachen kaputt zu machen? Wollen wir das mal hier ein bisschen.
Das immer ein bisschen verkleiden. Das mache ich doch gerade. Und was machst du? Ich stehe gerade neben dir. Das ist irgendwie ein bisschen gruselig. Wenn du hier unsichtbar bist, das ist irgendwie ein bisschen gruselig. Ich sag zu dir. Nur, Dolbit, das ist doch lustig. Du bist hier, ich bin unsichtbar. Das ist doch cool. Da hast du ja auch recht, Foxy. Das ist auch immer geil. Das finde ich wirklich geil, weil du kannst die Leute gut erschrecken, ich auch. Zum Beispiel Jumpscares und Co. Das kann ich am besten. Mir wurde damals das Kostüm geklaut von dir. Und deswegen habe ich es heute mal abgelegt selber. Das hast du gut hergekriegt. Toll hingekriegt, Leute, weil ich kenne nicht jeden, der sein Kostüm selber abbauen kann. So. Jetzt gehe ich hier rein. So, so. So, 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 so. Was machst du denn jetzt, Neubert? Du sprichst ja nicht mehr so viel. Ja, ich schlafe gleich ein. Bin so müde. Oh, Leute, da musst du ja langsam mal wieder Mittagsschlaf machen. Ja, mein System ist auch schon nicht mehr so. Das mit dem Erschrecken, das war gut, aber das mit dem Kostüm wieder anlegen und abmachen, das ist für mich zu anstrengend. Warum hast du es nicht gleich selber gesagt? Ja, Leute, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Alles klar, Foxy. Oh, ich leiste dir noch etwas Gesellschaft. Solange bis du es fertig gebaut hast. Ach, danke schön. Bitte schön, Leute, warum musst du, wenn ich gehe, da auch gehen? Kann irgendwie nicht angehen. Clever von dir, Neubit. Jetzt weißt du auch, wo du den Raum findest, wo du rumgeballert hast. Mit mir zusammen hast du doch Spaß gemacht. Und dass du dein Kostüm kurz abgenommen hast und die Pandas erschreckt hast, das war geil. Ja, wenn du jetzt müde bist, dann geh schlafen. Ja, das mache ich auch. Ich bin so kaputt. Ja. Ja.
Dann gehe ich nach oben, Foxy, ich bin kaputt. Es hat mit dir Spaß heute gemacht. Bis nächstes Mal. Tschüss, Foxy. Tschüss, Norbert. Bis nächstes Mal. Tschüss. Jo, tschüss. Hallo, ich bin's nochmal, Norbert. Heute hat es mir wirklich Spaß gemacht, mit Foxy unterwegs zu sein. Und jetzt gehe ich auch langsam mal schlafen, weil ich bin total kaputt. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein und bleibt gesund. Euer Leubitz. Tschüss, bis nächstes Mal. Und dann erschrecke ich euch nicht.